Hallo, heute möchten wir euch gern mit unseren getrockneten Sachen, was wir mit der Kräutercube selber getrocknet haben, ein veganes Menü zaubern. Das ist für die Vorspeise, für die Gemüsesuppen. Da haben wir Karotten, Sellerie, roter Zwiebel und eben Lauch beim Und die veganen ganzen. Hauptgericht. Da haben wir jetzt einfach ein bisschen Öl in der Pfanne rein. Da haben wir jetzt einfach den Zwiebel mit normalem Öl ein bisschen angeröstet, kurz ein bisschen Wasser dazu getan und jetzt kommt das Restliche dazu. Jetzt die Suppen mit allen drinnen und jetzt tun wir sie einfach ein bisschen köcheln lassen. Circa eine halbe Stunde. Und dann kann man sie schon genießen, die gute Gemüsesuppen aus unserer Da Kräutercube. die Karotten rein. Restlichen Gemüsesorten einfach dazu. Das circa eine halbe Stunde köcheln lassen und dann kann man die super gute Suppen genießen. So schaut die fertige Suppe jetzt aus und man sieht da schön, wie das Gemüse und die Kräutersachen eben aufgehen, wenn man Wasser hinzufügt, wie frisch vom Garten. Und die Farbe bleibt wirklich super, super erhalten. Und das sieht man da eh deutlich. Bitte von der Farbe nicht irritieren lassen, das sind die violetten Karotten, die einfach abfärben. Unsere Kräutercubes, die was in zwei Größen erhältlich sind. Und die köcheln jetzt dabei noch vor sich hin. Und jetzt machen wir das Hauptgericht. Petersol, den kann man auch super in der Kräutercube trocknen und die Farbe bleibt erhalten. Beim veganen Hauptgericht, da tun wir jetzt einfach ein bisschen Öl in der Pfanne rein. So schauen die getrockneten Chilis aus, die wir heute auch verwenden. Wir jetzt als erster die Chili mit dem Öl ein bisschen anrösten. Die sind auch alle mit unserer Cube getrocknet. Den Chili schneiden wir jetzt einfach klein auf. Der Zwiebel in Rot und in Weiß getrocknet kommt auch dazu. Ja. Zwiebel ein bisschen anrösten. Das ist weißer und roter Zwiebel. Getrocknet muss man natürlich wieder ein bisschen Flüssigkeit hinzufügen und das habe ich jetzt gerade gemacht. Chili auch dazu, ein bisschen mit anrösten. Und dann tun wir gleich die Pilze dazu. Die schönen Stammpilze sind natürlich auch mit unserer Kräutercube getrocknet. Und jetzt tun wir die Stammpilze noch dazu. Die ergeben einen super guten Geschmack. Und dann kann man es noch mit Paprika, rote und gelbe verfeinern. Getrocknete rote und gelbe Paprika. Die gelben Paprika noch dazu. Und immer ein bisschen Flüssigkeit hinzugeben, damit das gut köcheln kann. Sieht man da eh schön, wie es köchelt. Für die schöne Farbe noch ein bisschen roten Paprika dazu. Da sieht man jetzt schön, wie die ganzen Farben erhalten bleiben und wenn man Wasser hinzufügt, wie alles schön aufgeht. Jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen köcheln und dass das mit dem Wasser ein bisschen aufgeht und dann dauert nichts mehr, dann kann man es bald genießen. Mit der Kräutercube kann man auch gesunde Apfelchips machen. Jetzt tun wir da noch einen Knoblauch dazu, der auch mit unserer Kräutercube getrocknet ist. Da sieht man jetzt schön die getrockneten Petersil, wie er die Struktur erhalten bleibt und die Farbe erhalten bleibt. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag Petersil sehr, sehr gerne, lässt sich auch sehr gut kombinieren. Und dazu die Pilze ist das, glaube ich, sehr perfekt und schmeckt auch gut. Und deswegen tun wir ihn da jetzt auch dazu. Da sieht man jetzt wirklich schön, wie es aufgegangen ist, wie es jetzt fertiger ausschaut. Schaut aus, wie man es frisch eingeschnitten hat und echt appetitlich. In unserer Kräutercube kann man Kiwis und Ananas auch sehr gut trocknen. Im Nudelwasser ist eine Stärke vorhanden und das nehme ich sehr gern her zum Binden. Gibt es zur Soße dazu. Die Nudeln werden dann abgegossen und dann werden sie einfach untergehoben und dann hat man eine gute Bindung und braucht nichts extra dazu tun. Grapefruit kann man auch sehr gut in der Cube trocknen. Jetzt tun wir das Ganze noch schön unterheben und dann ist es eigentlich schon fertig zum Anrichten. Getrocknete Orangen von der Kräutercube. Jetzt ist es fertig. Das richtet man jetzt schön auf den Teller an und man sieht wirklich schön, wie die Struktur, die ganzen Farben eben erhalten bleiben. Es schaut aus, wie man frische Sachen eben eingeschnitten hat. Und das ist einfach super und gut. Und das leckere Essen lassen wir uns jetzt schmecken. Mahlzeit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns jetzt ja auch auf YouTube, da haben wir schon einige Videos drin, es werden auch noch einige Folgen. Es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Danke!